Als ich 1984 nach Frankfurt an die Jesuitenhochschule gekommen bin, lernte ich die Initiative Ordensleute für den Frieden kennen. Wir waren dann auf einer Wallfahrt zur großen Demonstration in Bonn, 3 Tage unterwegs. Und kurz darauf ist die Idee geboren worden, hier im Hunsrück eine dauerhafte Stationierung von Menschen vorzunehmen. Das heißt, ein Haus der offenen Tür, wo Ordensleute aus den verschiedenen Ordensgemeinschaften immer wieder herkommen können, um am Stationierungsgelände Mahnwache zu halten, zu beten, die Bevölkerung aufzuklären über die Gefahren. Als ich dann 1986 auch schon nach einigen Ordenskapiteln auf dem Beller Markt, die ich dann noch als Student miterlebt hatte, fertig mit dem Studium war, haben meine Frau Beate und ich mich entschlossen, hierher zu ziehen, nach Krastel, ein kleines Dorf, um 3 Kilometer entfernt vom Stationierungsgelände auf einem Bauernhof ein solches offenes Haus zu haben. Wenn ich daran denke noch, welche Auseinandersetzungen es gab, als der Polizeipsychologe einen Aufkleber entworfen hat, gewaltfrei im Hunsrück, und dabei einen Schlagstock der Polizei und eine Zwille, ein Wurfgerät für Steine, mit einer blauen Blume umrankte, hatte das heftige Diskussionen ausgelöst. Ich selbst war mehrfach eingeladen in Polizeikasernen, hatte auch mal vorgetragen, was unsere Motivationen sind vor Hundertschaften der Polizei, Hundertschaftsführern, damit die verstehen, warum wir dort demonstrieren, warum wir uns vor die Tore setzten, uns wegtragen lassen und immer wieder gekommen sind. Da habe ich auch erfahren, auf der anderen Seite, die Polizei war uns sehr wohlgesonnen, auch etliche der Polizisten, die da gesagt haben, ich kann diese Arbeit nicht mehr machen, ich kann diese Leute nicht mehr wegtragen, weil ich eigentlich genauso denke. Und eigentlich viel lieber auf deren Seite mit vor dem Stationierungstor sitzen würde, als sie wegzutragen. Ich kann mich auch erinnern an diese Situation nach Besprechung der Großdemonstration vom 10.10.1986, jährt sich gerade zum 30. Mal, als der damalige Polizeipräsident, ich glaube, er hieß Schlosser, gesagt hatte, da gab es Spielräume für mich, als einige wenige der über 100.000 Demonstranten damals einen Schnitt in den Zaun gemacht hatten, in den Maschendrahtzaun, hätte er sie verhaften können wegen Sachbeschädigung. Er hat das nicht gemacht, weil er gesagt hat, das hätte möglicherweise die ganze Demonstration gesprengt, wenn es zu Scharmützeln zwischen Polizei und Demonstranten gekommen wäre. Von daher hat er unter Abwägung der verschiedenen Risiken gesagt, das ist eine Sache, die werde ich jetzt nicht weiterverfolgen, keinen Ausfall machen, keine Leute festnehmen, sondern diesen Spielraum nehme ich jetzt. War keine große Sachbeschädigung, das konnte man nachher wieder gut reparieren. Aber an solchen Kleinigkeiten habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, im Dialog mit Polizei, die nicht unsere Gegner waren, auch nicht die Soldaten. Unsere Gegner waren die politische Führung, insbesondere in den USA, die mit einer Vorwarnzeit von wenigen Minuten hier aus dem Hunsrück bereit gewesen wären, aus Deutschland einmal Pershing, die sehr viel schneller geflogen sind, und dann die Cruise Missiles, die unerkannt angepasst eben der Erdkrume in Russland einzuschlagen. Und dieses Gefühl der Bedrohung, das habe ich noch sehr wach in mir und war dann ganz froh, dankbar, als 1987 der Mittelstreckenvertrag abgeschlossen wurde, die Raketen weggekommen sind. Das heißt, diese Wirksamkeit, dass Protest und Widerstand etwas erreicht, das habe ich mitgenommen auch für meine nächsten 25 Jahre, seit ich international für den Versöhnungsbund jetzt im Nahen und Mittleren Osten tätig bin.